Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! 68 Minuten diskutieren wir dank der Regierung zur besten Sendezeit darüber, ob man eine GmbH in eine Stiftung umwandeln sollte. Warum ist das so? Weil es Ihnen nicht darum geht, die echten Probleme im Land zu lösen. Ihnen ist wichtiger, mit einem Stiftungsvorstand und einem Stiftungsrat Versorgungsposten für abgehalfterte Abgeordnete zu schaffen. 15 Millionen für die Stiftung statt 9 Millionen für die GmbH, schreiben Sie ins Gesetz. Peanuts angesichts von 777 Millionen für das Bundeskanzleramt, Milliarden für Impfstoffe oder gar 100 Milliarden für die Bundeswehr. Für Sie ist diese Steigerung um 6 Millionen aber so wichtig, dass Sie hier 68 Minuten drüber reden wollen, um ein paar mehr Parteigenossen versorgen zu können, wenn diese wegen den Erfolgen der AfD aus den Parlamenten geflogen sind. Ihnen geht es nur um sich und nicht um die Menschen. Ginge es Ihnen wirklich um das Wohl der Patienten, dann würden wir jetzt über eine bundesweite Aufklärungskampagne beraten, welche Gefahren Menschen durch den Verzehr gemahlener Insekten drohen. Denn Insekten dürfen seit vorgestern in nahezu allen Lebensmitteln beigemischt werden. Aber halt, darüber wollen Sie ja nicht reden, denn Ihre Parteien haben ja in der EU dafür gesorgt, dass gemahlene Käfer und Würmer künftig in vielen Lebensmitteln landen. Insekten sind nicht harmlos. Studien weisen darauf hin, dass der Verzehr von Insekten gefährliche Allergien auslösen kann. Trotzdem wollen Sie es nun allen, auch den Veganern, ins Essen mischen. Sie tun so, als ginge es Ihnen um die Gesundheit der Menschen, und dann mischen Sie den Leuten heimlich Käfer ins Essen. Zu dieser Politik wie zu diesem Essen fällt mir nur ein Wort ein: Igitt. Ein medizinisches Experiment wie die Corona-Impfung, die immerhin Millionen allein in Deutschland krank gemacht hat, hat bei Ihnen nicht zum Nachdenken geführt. Bei 2,5 Millionen Menschen haben Ärzte allein 2021 Schäden durch die Impfung festgestellt. Null Reaktion der Regierung darauf bis heute. An den Impfgeschädigten kann man gut sehen, dass es Ihnen überhaupt nicht um das Wohl der Patienten geht. Sonst hätten Sie längst bundesweit Zentren für die Betroffenen eingerichtet und es gäbe medizinische Hilfe und Entschädigungen. Stattdessen werden die Betroffenen alleingelassen. Es wird ihnen eingeredet, sie hätten Long-Covid, und auf Termine bei Fachärzten müssen sie oft Monate, wenn nicht gar Jahre warten. Hören Sie auf, Versorgungsposten für sich und Ihre Freunde zu schaffen, sondern kümmern Sie sich endlich mal darum, weswegen Sie hier gewählt sind: eine vernünftige Politik zum Wohl der Menschen. Lars Friedrich Lindemann hat das Wort für die FDP-Fraktion.